Ja, moin moin, es ist mal wieder ein Taschenbuch erschienen, was ich besprechen möchte, beziehungsweise erwähnen möchte. Das Buch gibt es schon ein bisschen länger, nur ist es neu im Taschenbuch von Huch Joosten. Fragen Sie nach Fritz. Huch Joosten ist eine Autorin, die ich ja schon häufiger im Leseschatz erwähnt hatte, besprochen hatte. Hier gibt es Drachen, Landseen, sowie auch in Sachen Josef. Alles Bücher, die mich begeistert haben, weil sie immer eine sehr genaue Beobachterin ist und aus den alltäglichen Situationen viel mehr herausholt und dementsprechend uns immer wieder mit ihren Texten überraschen kann. Es sind immer tiefgründige Texte, die ins Philosophische gehen, die ins Humorvolle aber auch gehen, die uns irgendwie immer ein bisschen den Moment des Lebens zeigen, in dem sich etwas verändern kann oder sich etwas verändert hat und uns dort immer hinführt. So sind auch diese Geschichten, die ich allen Lesern empfehlen möchte, auch diese auf sich wirken zu lassen. Das heißt, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, einzutauchen, diese nachklingen zu lassen. Weil es sind so zum Beispiel diese verpassten Momente im Leben, diese kleinen Augenblicke, die wichtig sind, die hier auch immer wieder Wendepunkte geben können oder beziehungsweise den Schluss setzen könnten. Wie auch immer man sich darauf einlässt, es sind Texte, die auch immer wieder zeigen, dass es immer mehr als eine Wahrheit geben wird und beziehungsweise die Wahrheit sich auch gerne versteckt. Es ist zum Beispiel eine Frau, die den Vater einer Freundin wieder trifft und sich mit denen auch weiterhin treffen möchte. Ein Hypochonder, der mit einer Verwandten redet, die ein Kind bekommt, und eine Frau, die im Auto sitzt und auch im Fluss scheint zu versinken und an dieser Rettungsaktion wird beobachtet von weiteren, ein Bibliothekar, der von einem Hippie besucht wird. Das sind zum Beispiel jetzt Beispiele, die ich herausgegriffen habe, die alltäglich klingen, die auch teilweise unterwegs sind in der Busfahrt oder während der Zugfahrt, die aber dann immer etwas offenbaren, was den Protagonisten verändert hat oder beziehungsweise ihn vor andere Situationen stellt. Das mit, wie gesagt, mit viel Witz, mit philosophischen Hintergedanken, mit vielen zu entdecken, sodass man als Leser selber diese verpassten Momente nicht verpassen sollte. Ich wünsche erlesene Stunden, bleiben Sie bitte belesen, haben Sie viel Spaß daran. Bis bald, Hauke Hader von der Buchhandlung Eilenschmidt, beziehungsweise Leseschatz. Tschüss!